Und in der Devisenbörse begrüße ich heute Ralf Wiedmann von der Advertum Vermögensmanagement AG. Herr Wiedmann, die Notenbank in Japan hat ihre Geldpolitik unverändert gelassen. Wie fällt Ihr Fazit nach dieser Sitzung aus? Wie schätzen Sie diese Entscheidung ein? Guten Tag, Frau Oltersdorf. Also es ist so, dass die Bank von Japan auf ihrer turnusmäßigen Sitzung die Erfolge ihrer Notenbankpolitik gelobt hat. Man hat im Prinzip signalisiert, alles, was wir bisher unternommen haben, sprich inflationäre Tendenzen haben zu wollen, richtig Geld in die Märkte zu pumpen, das war richtig und gut. Wir können Exporterfolge nachweisen. Also die Bank von Japan sieht sich auf dem richtigen Weg. Man lässt den Fuß auch auf dem Gaspedal. Hätte sich auch noch die Möglichkeit offen gehalten, eben weiter darauf zu drücken. Aber im Moment tut man das mal nicht, sondern man lässt die Volumina unverändert und man behält die dicke Partei im Hintergrund. Wenn wir uns mal den Yen anschauen, der hat sich doch ziemlich festgezeigt in letzter Zeit. Denken Sie, dass es mit dieser Entwicklung weitergeht oder rechnen Sie doch bald wieder mit einer Yen-Schwäche? Oder es ist schon etwas verwunderlich, dass der Yen zulegen konnte. Für mich ist es zuerst mal so, ich sag mal, das ist eine technische Korrektur auf den starken Einbruch. Jetzt korrigiert der Markt etwas dagegen, insbesondere gegenüber dem US-Dollar. Natürlich konnte der Yen zulegen, aber wie wir sehen, der US-Dollar ist nicht nur gegenüber dem Yen schwach, sondern auch gegenüber anderen Währungen. Von dieser Seite aus zuerst mal nur eine technische Korrektur. Erst unter 96,5, sage ich mal, würde sich das Blatt wenden und ich denke, dann wird es für den Dollar dementsprechend auch eng. Ja, und auch der Dollar gegenüber dem Euro ist momentan schwach, beziehungsweise der Euro stark. Woran liegt das? Ja, die Gründe liegen nicht so richtig schön auf dem Tisch, insbesondere natürlich auch in dem Gesamtzusammenhang oder in dem Kontext. In Karlsruhe gehen die Verhandlungen los, ob man seitens der EZB Notenbankpolitik hier alles richtig gemacht hat und gesetzeskonform war und natürlich auch der Ausblick, die Heraufstufung von Standard & Poor's hätten eigentlich eher für den US-Dollar sprechen sollen, aber dem ist nicht so. Also die Gründe liegen wohl eher so im charttechnischen Bereich, beziehungsweise vielleicht auch das Thema Bespitzelung der USA, dass hier Gelder abgezogen werden. Aber so einen richtig knackigen Grund, den kann ich im Moment nicht erkennen. Was denken Sie, wie geht's weiter? Richtung Norden? Also sehen wir doch stärkere Kurse beim Euro oder geht es wieder zurück Richtung 1,30 oder vielleicht sogar 1,28? Also im Moment ist natürlich der US-Dollar tatsächlich schwach, auch nicht nur gegenüber dem Euro, wie gesagt, sondern gegenüber nahezu allen Währungen gibt der US-Dollar ab. Charttechnisch kriegen wir ein Kaufsignal. Ich könnte mir vorstellen, das beschleunigt sich jetzt auch kurzfristig nochmal etwas. Also wir kriegen nochmal eine Dynamik pro Euro. Das kann auch Richtung 1,35 dann gehen. A la long tippen wir eher darauf, dass die 1,30 doch eine hohe Anzugskraft oder Anziehungskraft hat. Und ich glaube mal, dann schlägt das Pendel auch diesbezüglich wieder zurück. Herr Wiedmann, schauen wir mal Richtung Norwegen. Da gab es ja gestern Inflationsdaten. Heute war dann Schweden an der Reihe. Wie interessant sind die skandinavischen Währungen im Moment? Die skandinavischen Währungen oder die genannten skandinavischen Währungen sind im Moment etwas angeschlagen. Also hier ist Druck drauf, hier fließen Gelder ab. Ich sage jetzt einfach mal, der Privatinvestor sollte, wenn er in diese Währungen gehen möchte, sollte das etwas breiter streuen. Er kann das, denke ich, ganz gut über Aktien abdecken, aber so ein reines Währungsinvestment in skandinavischen Währungen, das drängt sich für mich im Moment nicht auf. Also hier lohnt sich der Blick nicht, sagt Ralf Wiedmann. Dankeschön für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Tja, und das war schon wieder von der Devisenbörse heute mit Ralf Wiedmann von der Advertum Vermögensmanagement AG.